Porsche. Let me hop out the motherfucking Porsche. Servus Leute, hier ist wieder euer Keep It Safe und heute mit einem weiteren Video von mir zu den Tipps und Tricks. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema schwacher Fuß und Abschlag vom Boden, also Abstöße oder halt Chipbälle und Flugbälle. Und genau, ich fange jetzt einfach gleich mal an, euch Tipps zu geben, was man da am besten beachten sollte. Und genau, also bei dem Abstoß vom Boden ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr einfach einen klaren Kopf bewahrt. Also lasst euch einfach nicht aus der Ruhe bringen, wenn eure Mitspieler irgendwie schreien, so ja, hier, hier, hier. Und wenn dann vier Leute schreien, ja, hier, ich bin da. Lasst euch dann nicht aus der Ruhe bringen. Konzentriert euch einfach auf euch, was ihr machen wollt und auf eure Ausführung, wie ihr den Ball jetzt zu eurem Mitspieler bringt. Und entscheidet ihr alleine, zu welchem Mann ihr auch den Ball bringt. Da können eure Mitspieler euch vielleicht ab und zu mal helfen, aber lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. So, dann. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall, wie ihr euch am besten zum Ball hinstellt. Also gehen wir jetzt mal von einem Abstoß aus, wo ihr einfach Zeit habt, den Ball zu schlagen und nicht irgendwie unter Druck seid von dem Gegenspieler. Ihr legt euch den Ball hin, dann macht ihr erstmal Anlauf und genau, dann ist es jetzt erstmal wichtig, wo ihr den Ball hinspielen wollt. Wollt ihr den Ball jetzt wirklich einfach nach vorne schlagen zum Stürmer, damit er ihn ablegen kann, festmachen kann? Oder wollt ihr wirklich eher eure Außenspieler anchippen? Das ist dann die Frage. Wenn ihr jetzt die Außenspieler anchippen wollt, dann ist es meistens nicht so sinnvoll, dass ihr einen weiten Anlauf nehmt, weil dann könnt ihr nicht so schnell diesen ausführen. Weil bei den Außenspielern ist es wichtig, dass ihr schnell den Abstoß ausführen könnt. Und es ist dann meistens eben nur dieser Chipball. Wenn ihr jetzt den weiteren Ball machen wollt, dann ist es sinnvoll, einen längeren Anlauf zu nehmen, weil ihr dann einfach mehr Schwung habt und einfach mehr Kraft aufbauen könnt, dass ihr halt weiter schlagen könnt. Jetzt kommen wir dann mal zum technischen Aspekt, weil ich glaube, das ist euch auch am wichtigsten, wie man das am besten angeht. Wenn ihr jetzt den Anlauf gemacht habt, wie gesagt, entweder macht ihr die 3 bis 4 Schritte oder ihr geht halt wirklich bis zur Grundlinie hinter, wenn der Ball am Fünfer liegt. Und dann ist es wichtig, erstmal wirklich nicht im totalen Sprint zum Ball hinzulaufen, sondern wirklich einfach erstmal etwas langsamer. Also ihr müsst jetzt nicht gehen zum Ball, aber schon in einer angemessenen Geschwindigkeit, dass ihr halt gut abstoppen könnt. Dann ist es auch noch wirklich sehr wichtig, wie ihr das Standbein setzt. Das Standbein, das darf einfach nicht zu nah am Ball sein, weil dann könnt ihr den Ball nicht richtig treffen. Und das Standbein, das darf auch nicht zu weit weg vom Ball sein, weil dann könnt ihr den Ball genauso wenig treffen. Deswegen findet ihr einfach eure beste Entfernung zum Ball, wie ihr am besten den Ball treffen könnt. Und es ist dann auch einfach wichtig, dass ihr den Ball mit dem Spann trefft, weil da könnt ihr dann eigentlich den Ball am besten mit der besten Technik nach vorne bringen. Die Frage ist auch einfach, es ist wirklich sehr schwer, darüber ein richtiges Video zu machen, ohne dass ich jetzt am Platz stehe und euch das direkt erklären kann, weil das Thema ist wirklich sehr komplex und da gibt es auch sehr viele Varianten, die man machen kann. Da gibt es jetzt dann zum Beispiel den englischen Ball, dann gibt es also englische Variationen, das nennen wir so. Das ist einfach so ein Unterschnittball, der kommt ungefähr auf Kniehöhe oder vielleicht auch ein bisschen flacher, dass er halt flach angenommen werden kann. Dann gibt es wie gesagt den Chipball, der fliegt dann eher so. Und dann gibt es halt noch den Flugball, der dann auch so eine Art wie der seitliche Abschlag fliegen soll. Und genau deswegen ist es da auch sehr schwer, die ganzen Varianten durchzusprechen. Aber ich versuche es jetzt auch einfach mal. Bei dem Abschlag vom Boden jetzt nochmal, da ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr auch wie eigentlich auch beim seitlichen Abschlag den Fuß einfach durchdrückt, dass ihr sehr viel Spannung im Fuß habt und
dann auch durchschwingt mit dem Bein. Weil wenn ihr durchschwingt mit dem Bein, dann kommt ihr auch weiter. Aber dann gibt es wiederum wieder eine andere Technik, dass ihr abstoppen müsst mit dem Bein, dass ihr sozusagen diesen Flugball nach vorne besser, dass ihr sozusagen eine flachere Flugkurve hinbekommt. Das ist dann, wenn ihr abstoppt mit dem Bein. Dann ist es noch wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Chipball spielen wollt, dass ihr, wie gesagt, euer Standbein dann auch wieder zu dem Mitspieler ausrichtet. Also ich sage jetzt mal so vom seitlichen Abschlag her, von der Technik her, ist es eigentlich ziemlich gleich, die Ausführung. Bis auf das, dass ihr halt den Ball in der Hand habt bei dem seitlichen Abschlag und beim Abstoß vom Boden ist er halt am Boden. Also ihr könnt euch auch von dem seitlichen Abschlag viel, viel abschauen von dem Video. Also für das, was ich euch jetzt heute erzähle. Dann kommen wir jetzt mal zum schwachen Fuß, würde ich sagen, weil jetzt haben wir jetzt schon mal kurz die ganzen Sachen durchgesprochen, die wichtig sind für den Abstoß vom Boden. Dann mit dem schwachen Fuß ist es wirklich einfach wichtig, lasst euch da von niemandem irgendwas sagen. Seid einfach eurer Sache sicher. Lasst euch da einfach wirklich nicht rausbringen von irgendwelchen Mitspielern, die dann meckern, weil du gerade nicht irgendwie zu denen geschlagen hast, weil du zum Beispiel nicht so weit kommst oder hochkommst. Lass dir da einfach nichts reinreden. Und mach, wie bei dem seitlichen Abschlag auch, mach so viele Wiederholungen wie möglich. Weil so viele Wiederholungen wie möglich, wenn du die machst, dann irgendwann mal kann man es einfach. Irgendwann mal weißt du, wie musst du es am besten machen und was ist jetzt der Knackpunkt, dass ich es jetzt endlich kann. Meine Tipps sind auf jeden Fall, was ich bei mir selber auch gemerkt habe, habt den Blick wirklich immer auch am Ball. Ich sage es jetzt schon sehr oft bei der Fangtechnik zum Beispiel, auch bei dem seitlichen Abschlag, dass ihr euch auf euch konzentrieren sollt. Habt den Blick am Ball und konzentriert euch auf den Ball, weil ihr wisst, wo der andere Spieler ist von euch, wo ihr den Ball hinbringen wollt. Und es bringt nichts, wenn ihr nach vorne schaut die ganze Zeit. Das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Deswegen konzentriert euch auf euch. Und dann ist es jetzt auch noch wichtig, wie ihr mit eurem anderen Standbein, wie ihr da zum Ball steht. Versucht, also ein Tipp von mir ist es, dass ihr etwas weiter weg vom Ball steht, weil dann kommt ihr mit dem linken Bein auch besser zum Ball und könnt auch besser durchschwingen. Und dann macht auch wirklich diese Durchschwingbewegung gut von dem Ball, also von dem Bein zum Ball, weil es ist einfach wirklich, wirklich mega wichtig, dass ihr da durchschwingt. Ihr könnt euch dann auch noch rumspielen, wenn ihr das irgendwann mal gut beherrscht, dass ihr dann abstoppt und versucht, diesen geraden Flugball zu spielen. Aber wie gesagt, macht erstmal den linken Fuß als Chipball gut, bevor ihr dann mit den ganzen Spielereien anfängt, mit dem englischen Ball, mit dem Flugball, mit den ganzen anderen Dingen. Versucht einfach erstmal den Chipball richtig hinzubekommen. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, was ihr wieder als nächstes sehen wollt. Und genau, meine Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die ich jetzt noch nicht auf meinem Kanal gezeigt habe, dann geht auf www.goalplay.com und dort könnt ihr euch einfach anmelden. Das ist alles kostenlos und unverbindlich. Und dort könnt ihr die Trainingsvideos könnt ihr anschauen. Da gibt es sehr viele verschiedene Basisübungen, zum Beispiel in der Coaching Zone und auch bei dem Basisübungen-Reiter. Da gibt es 1 gegen 1, seitliche Abschläge, flache Bälle, halbhohe Bälle. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Da gibt es auch gute Videos. Die sind von Oliver Kahn vom Titan persönlich erklärt. Und genau, schaut es euch einfach mal an, meldet euch an. Es ist alles, wie gesagt, kostenfrei. Und genau, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und bis dann.